Es waren Aussagen der Fed, die gestern den Abverkauf der US-Aktienmärkte stoppte im Gefolge des Israel-Krieges. Denn die Fed hat in Gestalt von zwei maßgeblichen Fed-Speakern angedeutet, okay, mit den Zinsanhebungen, da könnten wir jetzt erstmal aufhören. Damit ist aber immer noch lange nicht gesagt, oder es ist noch ein sehr weiter Weg dahin, bis wir irgendwann mal vielleicht Zinssenkungen sehen könnten. Gleichwohl, die Märkte fanden es super, die Anleiherenditen sind gefallen und wir kennen das Spiel, fallen die Anleiherenditen, dann steigen die Aktienmärkte und umgekehrt. Gestern also eigentlich ja der Anleihemarkt in den USA feiertagsbedingt geschlossen, aber die Futures waren auf, also kamen diese Futures nach unten, respektive die Renditen kamen nach unten. Das hat den Aktienmärkten massiv geholfen. Aber was tun, wenn dieser Israel-Krieg, wenn dieser Konflikt nicht nur länger andauert, sondern sich auch ausweitet, damit der Ölpreis weiter steigt? Dann kann die Fed jetzt erzählen, was sie will. Dann wird sie die Zinsen sowieso nicht senken können, sondern vielleicht sogar anheben müssen, wenn hier die inflationären Kräfte einerseits durch eben den Ölpreis und andererseits durch neue Ausgaben der Amerikaner für Militär nochmal angeheizt werden sollte. Was ist jetzt der Schlüssel? Es sind die Renditen. That's always the key derzeit. We are rates driven, wie die Amerikaner sagen. Die Märkte sind unheimlich getrieben von den Kapitalmarktzinsen. Gestern Treasuries best day. Wenn also die Treasuries steigen, dann fallen die Renditen. Wie gesagt, gestern war das gar nicht wirklich der Fall, weil der Anleihemarkt physisch zu war. Hier sehen wir auf jeden Fall den stärksten Rückgang der Renditen seit März. On Signs oder by signs Fed may be done. Einer, der das angedeutet hat, ist Jefferson, immerhin Fed-Vize, wahrscheinlich der unbekannteste Vizechef der Fed seit dem Menschengedenken. However, Treasuries rise with stocks on softer Fed commands. Also hier sehen wir gleich direkt diesen Zusammenhang. Jefferson hat gesagt, na, wir könnten jetzt vorsichtig vorgehen angesichts des jüngsten Anstieges der Renditen. Also immer wieder diese Kapitalmarktzinsen, immer wieder diese Renditen, die hier erwähnt werden. Und Dallas Fed-Chefin Logan, die eigentlich ziemlich klar auf der hawkischen Seite normalerweise ist, sagt, ja, eben diese Langfrist-Kapitalmarktzinsen, also die Renditen der 10-, 20- und 30-jährigen US-Staatsanleihen könnten bedeuten, dass wir weniger weiteres Tightening, weitere Straffung der Geldpolitik machen müssen. Damit schloss Logan explizit ja nicht aus, dass es noch eine weitere Zinsanhebung gibt oder vielleicht sogar zwei, aber dass die Notwendigkeit, der Druck auf die Fed damit geringer würde. However, wir sehen zweijährige Anleiherendite gestern unter 5% gefallen. Wir haben gesehen, die 10-jährige 4,63 um den Schnaps herum. Stocks rally as yields drop. So hier ein Twitter-Kommentar. Vielleicht werden dann im zweiten Schritt die Aktienmärkte learn why yields are dropping und dann vielleicht rausfinden, warum die Zinsen, die Kapitalmarktzinsen fallen. Wir haben ja jetzt die Situation, dass die Märkte ohnehin eigentlich mehr oder weniger mit einem weiteren Zinsschritt der Fed gar nicht mehr gerechnet haben. Dennoch sind die Renditen gestiegen. Warum sind die Renditen gestiegen? Weil eben die Verschuldungskrise in den USA eskaliert ist und weil die Käufer von US-Staatsanleihen höhere Risikoprämien dafür finden. Und wenn die Fed jetzt sagt, ja gut, wir werden die Zinsen nicht mehr anheben, dann ist das eigentlich das, was der Markt sowieso gar nicht eingepreist hat, was der Markt sowieso nicht erwartet. Das eigentliche Thema ist eben die Verschuldung in Sachen Renditen. Sonst hätten die Renditen schon fallen müssen angesichts der Aussicht, dass die Fed die Zinsen ja ohnehin nicht mehr viel anheben kann, was allen ja klar ist. Stocks decline with yields, würden dann Renditen und Aktienmärkte fallen? Das ist die große Frage, wenn hier sozusagen Anleihen auf der anderen Seite dann wieder so eine Art Sicherheit bieten würden, raus aus den Aktienmärkten. Hier ein Kommentar auf YouTube, Fuhrmann vergisst, ja, ich habe einen unfassbar schwer zu merkenden Nachnamen, beziehungsweise erwähnt nicht, dass die Fed aufgrund geopolitischer Spannungen früher lockern werden könnte, was die Zinspolitik betrifft. Naja, wenn der Ölpreis hoch steigt oder weiter steigt, dann wird das natürlich sehr schwierig. Ebenso Liquiditätsschübe zur Finanzierung militärischer Unterstützung, das wäre nicht bullish aus meiner Sicht, das würde die Renditen nach oben treiben. That's the point. However, wir sehen solche Headlines. Israel-Hamas war could change what the Fed does about interest rates, also was die Fed in Sachen Zinsen machen würde. Und schauen wir uns mal die Verteidigungsausgaben oder Militärausgaben der Amerikaner an in Relation zum BIP, dann sind die historisch gesehen, im Vergleich, die Amerikaner sind ja da absolut Nummer 1, was nominale Summen betrifft, aber in Relation zum BIP ist das noch durchaus bescheiden. Und jetzt könnte eben durch diesen Israel-Konflikt eben die Notwendigkeit entstehen, weiter
hier zu investieren in Militärausrüstung. Gestern ja deswegen die Rüstungsfirmen deutlich nach oben gegangen. Die waren für einen Großteil des Pluses hier verantwortlich. Dementsprechend wäre das aber dann wieder eben nur über die Verschuldung stemmbar. Das wiederum würde die Frage stellen, wie nachhaltig ist diese US-Verschuldung angesichts der Tatsache, dass Netanyahu klar gesagt hat, wir werden hier den kompletten Mittleren Osten ändern, Middle East ändern. Die Hamas hat jetzt vor wenigen Minuten gesagt, wir werden den kommenden Freitag als den Tag der generellen Mobilisierung der arabischen und islamischen Welt zur Solidarität der Palästinenser und ihrem Widerstand aufrufen. Langer Satz, gell? Also auf jeden Fall am Freitag sollen alle arabischen Länder, sollen alle die islamische Welt insgesamt soll sich solidarisch zeigen, soll den Palästinensern helfen, in welcher Form auch immer, das bleibt hier offen. Keine Frage, das, was hier passiert ist, ist Israels 9-11-Moment sozusagen, und sie werden, das dürfte heute beginnen, mit Bodentruppen dort reingehen. Das wird viele Tote geben, aber sie meinen es ernst. Ich glaube, die Israelis sehen das jetzt so, dass solange die Hamas irgendwie existiert in Gaza, sie keinen Frieden mehr haben werden. Also müssen sie da jetzt Tabula Rasa machen. Es wird viele, viele Menschenleben kosten. Es wird natürlich auch für die Geiseln eine Katastrophe. Die dürften da kaum überleben können. Es ist unfassbar, was da teilweise auch an Leid ist, die Kinder und so weiter. Man darf gar nicht drüber nachdenken. Jetzt hat der Sprecher des israelischen Verteidigungsministeriums, der Admiral Daniel Hagari, gesagt, also ich empfehle allen in dem Gazastreifen jetzt Richtung Ägypten zu fliehen, also praktisch nach Süden zu gehen, weil diese Absicht eben klar ist, den Gaza platt zu machen, um die Hamas ein für alle Mal hier rauszuholen. Und wir sehen, die Israelis haben jetzt ein Stück weit Oberwasser. Sie haben nicht nur jetzt massiv natürlich diese Luftschläge gemacht in Sachen Gaza, sondern wir haben jetzt auch keine Auseinandersetzungen mehr auf israelischem Gebiet zwischen Hamas und Israelis. Das heißt, die sind weg. Da ist offenkundig jetzt dieses Terrain nicht mehr von Hamas-Kämpfern irgendeiner Form infiltriert. Das zeigt, dass dieser Krieg bereits beginnt, sich in Sachen Israel zu drehen, und das ist sozusagen jetzt das, was relativ neu ist. Aber die Frage ist, was wird passieren mit Hezbollah und der Iran? Wie werden die reagieren, wenn eben das kommt, was heute zu erwarten ist, dass nämlich israelische Bodentruppen nach Gaza kommen oder den Gazastreifen werden versuchen zu säubern. Israel fliegt neue Attacken auf Israel, auf Gaza. Iran warnte vor einem Eingreifen in diesen Krieg. Hamas wiederum hat ja gedroht, jede Stunde eine israelische Geisel zu töten. Und eben dann diese Aufforderung zu fliehen. Flieht am besten. Das ist natürlich harter Tobak. Das werden chaotische Zustände. Und man hat auch hier jetzt gesagt, die Israelis sollen sich für 72 Stunden eindecken mit Lebensmitteln und so weiter und so fort. Wir haben jetzt über 1500 tote Hamas-Kämpfer, die auf israelischem Boden gefunden wurden. Und wie gesagt, Iran, die USA sagen, Iran, haltet euch raus, aber das sehe ich gar nicht als die eigentliche Gefahr. Die eigentliche Gefahr ist, wenn die Israelis wahrscheinlich mit dem Gazastreifen durch sein sollten, so hart das jetzt klingt, dann werden sie sich dem Iran zuwenden, denn sie wissen, solange der Iran da ist, in Form der Mullahs und möglicherweise Atomwaffen hat, werden sie auch keinen Frieden finden. Deswegen sind das diese extrem komplexen und langwierigen Dinge, die da erstmal kommen könnten. Erstmal ist für Israel natürlich Gaza im Fokus, aber dann wird etwas anderes in den Fokus kommen. Die USA haben sich geäußert. Die Regierung werde Interessen der USA in der Region schützen, sagt man. Zusätzliche Sicherheitsanfragen aus Israel werde man schnell versuchen zu erfüllen, und Iran in gewisser Maße an der Unterstützung Hamas beteiligt, aber keine direkten Beweise, also nicht direkt mitgewirkt, aber es geht jetzt hier um die Geiseln. Da ist eben die Frage, wie die Amerikaner hier vorgehen werden, um hier vielleicht an Befreiungsaktionen teilzunehmen. However, gucken wir jetzt mal an, was die Märkte daraus gemacht haben. Wir haben ein Plus gesehen, nachdem wir ja deutlich im Minus waren bei den US Futures, dann sehen wir, dass der Nasdaq 100 erstaunlicherweise der schwächste Index war, obwohl ja die Renditen so stark gefallen waren. Aber es sind auch gestern wieder mehr Aktien gefallen als gestiegen, nämlich 1705 sind gefallen, 1374 sind
gestiegen. Also 279 Aktien haben ein neues 52-Wochen-Tief gemacht. Nur 29 haben ein 52-Wochen-Hoch gemacht. Also nach wie vor der Breath eine ziemlich schwierige Geschichte. Wir haben halt jetzt das Thema, dass die CTAs, die vorher extrem long waren, sich dann auf der Unterseite abgesichert haben oder short gegangen sind. Auf der anderen Seite ist das Dealer-Gamma, also die Absicherungsposition, die die Market Maker, die Optionen an den Mann bringen, eingegangen sind. Die waren ja extrem short, das Gamma war extrem short, das heißt, die waren auf der Unterseite abgesichert, indem sie Underlyings verkauft haben, short waren. Jetzt haben sie offenkundig eingedenkt, denn das Dealer-Gamma ist jetzt positiv, das heißt, die haben ihre Leerverkaufspositionen eingedeckt. Das ist oft so, wenn die Märkte noch weiter runtergehen in einem solchen Zustand, dann müssen die Dealer noch stärker short gehen. Jetzt ist das Gamma praktisch schon sogar wieder positiv. Wir haben also nicht diesen Verstärkungseffekt, der eintritt, wenn die Märkte weiterfallen, aber wir haben jetzt eben auch diesen Short Squeeze gestern gesehen. Da ist jetzt wahrscheinlich nicht mehr viel rauszupressen. Wir sehen Put-Call-Ratio, vor dem ich ja immer oder auf das ich ja immer hingewiesen habe, extrem hohes Put-Call-Ratio, also viele Puts. Das ist jetzt wieder komplett abgebaut. Wir sehen Most Shorted Basket von Goldman deutlich nach oben gegangen. Gestern war also ein Short Squeeze. Wir sehen, dass dennoch der VIX den Tag mit 1,4% plus beendet hat, aber war schon deutlich höher im Plus. Aber hält sich über seinem 200-Tages-Durchschnitt. Wichtig, solange er da drüber bleibt, dürfte es an den Märkten nervös werden. Schauen wir uns mal Saisonalität an. Praktisch unten, jetzt nicht nach bestimmten Vorpräsidentschaftswahljahren, wäre das jetzt eine sehr bullische Zeit. Wenn wir jetzt uns die nächsten Tage mal anschauen, oben in dieser Grafik, dann könnte es in den nächsten Tagen jetzt wieder schwieriger werden, zunächst mal für die Aktienmärkte. Ja, wir haben positive Divergenzen in einigen Signalen. Wir sehen hier diesen Anstieg aus natürlich tief überverkauften Zuständen, aber eben auch die Schwäche dieser Rallye, diese mangelnde Breite, diese mangelnde Überzeugung eigentlich, die in dieser Rallye ist. Und jetzt herrscht ja, wie ich in den Kommentaren auf YouTube sehe, schon wieder extreme Bullishness, wow, beste Rallye aller Zeiten und so weiter. Aber ich darf daran erinnern, dass der Nasdaq immer noch 1000 Punkte unter seinem Hoch aus Mitte Juli handelt. Der S&P war bei 4600, glaube ich, sind jetzt bei knapp über 4300 Punkten. Also da ist ja durchaus was nach unten gegangen. Wir sind noch weit jetzt von Verlaufshoch entfernt und das wäre eine bärische Variante, praktisch Schulter, Kopf-Schulter mit so einer erhöhten rechten Schulter. Positive Divergenz oben hat sich ausgespielt, deswegen der Anstieg der Märkte, aber möglicherweise, wenn wir rechts mal gucken, im Elliott Count, in der Elliott-Zählung wäre das dann eine 4, die von einer 5 dann der größten Abwärtswelle gefolgt wäre. Wir wissen nicht, wie es ausgeht, jedenfalls kommt es darauf an, wie die Renditen die ganze Geschichte spielen werden, also die Anleihenmärkte. Und hier sagt der JP Morgan, ja, guckst du, obwohl der Ölpreis ja eigentlich die Inflation nach oben bringt, denken wir, dass diese Renditen, also die Höhe der Renditen nicht nachhaltig ist. Öl und Bond-Yields normalerweise haben eine positive Korrelation. Das war ja gestern nicht so. Öl ist gestiegen, die Anleiherenditen sind gefallen. Recent Oil Price Surge, mainly due to supply reasons, also Angebotsengpässe, was potenziell zu Deflation führe. Okay, bin mir nicht sicher. Engpass heißt ja, dass zu wenig Angebot bei zu viel Nachfrage da ist, was ja die Preise dann wiederum erhöhen würde. However, jedenfalls ein wichtiges Argument, das Ende von Tightening Cycles, also Zinsanhebungsphasen, ist immer praktisch dann auch zusammengefallen mit dem Fall von Anleiherenditen und so weiter und so fort. Also das wird die entscheidende Frage sein. Denn hier sehen wir es, wir hatten ja diese Entkoppelung und ich habe immer wieder gesagt, entweder müssen die Anleiherenditen runter oder der Nasdaq muss runter, ergo die Aktienmärkte müssen runter. Das genau ist die große Frage. Schauen wir kurz noch nach China. Country Garden wird jetzt wohl vor einem Zahlungsausfall stehen, also einen Default hinlegen. Hier hat heute dann Evergrande den Handel wieder aufgenommen, ist jetzt ein Penny Stock, allzeit tief, praktisch platt, könnte man sagen. Und abschließend noch drei Empfehlungen. Wir sehen also Immobilienmarkt China nach wie vor ein Riesenthema. Wir sind drei Empfehlungen oder ich will Ihnen drei Empfehlungen geben. Fed signalisiert Ende der Erhöhungen. Das ist, glaube ich, der entscheidende Trigger für die Bewegung gestern gewesen. Sehen das andere Fed-Mitglieder auch so? Was ist, wenn die Renditen jetzt fallen? Dann würde ja das wieder eine Lockerung bedeuten, was dann wiederum die Aussagen der Fed-Mitglieder
letztendlich ja relativieren, würdet ihr sagen, aufgrund der gestiegenen Renditen und wenn die Renditen weiter steigen, müssen wir nicht mehr weiter strafen. Erste Empfehlung, Country Garden vor Zahlungsausfall, was ist da los? Ist ein bisschen im Hintergrund jetzt durch die Israel-Geschichte, die Probleme in China, zweite Empfehlung und letzte Empfehlung. Die OPEC erhöht jetzt die Prognose für die globale Ölnachfrage. Das wird auch ein spannendes Thema. Was wird da kommen seitens der OPEC? Werden die auch noch weiter Öl ins Feuer gießen? Wie verhalten sich die Russen? Abbas wird jetzt nach Moskau reisen. Was will er da? Sollen die Russen vermitteln? Will er die Unterstützung der Russen? Schwer alles abzuschätzen. Drei Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.